Matthias Schneider, Pressesprecher. Das ist keine besondere Entschärfung heute. Und aufgrund dessen müssen wir wirklich sagen, der Zeitpunkt des Beginns der Entschärfung und der Endpunkt ist uns nicht bekannt. Das müssen wir einfach ganz klar so sagen. Wie gesagt, wenn der Evakuierungsradius geräumt ist, wir mit den Arbeiten beginnen dürfen, erst dann können wir die Bombe von den Verkrustungen lösen und den Zünder freilegen, dass wir wirklich sehen, welche Bezünderung auf der Bombe ist. Und daher entscheidet sich dann wirklich erst, wie wir weiter verfahren können. Wir müssen halt alle raus. Viele, viele werden noch drinnen bleiben, die alten Leute, wo nicht mehr laufen können, auch bei mir im Haus. Ja, das muss sein, für die Sicherheit für die Bevölkerung und für die Sicherheit auch für die Stadt. Frankfurt. Ich glaube, hier kommen noch mehr, weil das war damals der Flughafen. Die Zeppelinen haben hier gelandet und die haben damals bei dem Zweiten Weltkrieg bombardiert und haben die sehr viele Bomben hier geschickt.